Die Bürgerversammlung, um die es heute geht, umfasst die Bereiche 5, 11, 15 und 16 im Nürnberger Osten. Eine lange Version dieser Präsentation mit weiteren Informationen finden Sie unter www.bürgerversammlung.nürnberg.de. Auf dem ehemaligen Coca-Cola-Areal, schräg gegenüber dem Business Tower der Nürnberger Versicherung in der Ostendstraße, wird das neue Stadtquartier Seetor City Campus errichtet. Es entstehen bis zu 500 Arbeitsplätze entlang der Ostendstraße bzw. Dr. Gustav-Heinemann-Straße. Im Wohnbereich, abseits der Straßen gelegen, werden ca. 300 Wohnungen gebaut, 100 davon im geförderten Wohnungsbau. In den Innenhöfen sind Grünflächen und Spielplätze, Autos fahren dort nicht. Die Gebäude sind 6- bis 7-geschossig geplant, mit einem markanten 18-geschossigen Gebäude. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist geplant für Mitte 2023. Auf dem Areal der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein an der äußeren Sulzbacher Straße entstehen rund 500 Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten. Im Jahr 2020 wurden die alten Gebäude abgebrochen und das Gelände abgeräumt. Der prägnanteste bestehende Bau, das Expeditionsgebäude, mit turmartigem Anbau wurde erhalten. Hier sollen Räume für Künstlerinnen und Künstler entstehen. Zudem ist ein Haus für Kinder mit 12 Krippen und 25 Kindergartenplätzen geplant. Im oberen Teil des Geländes an der äußeren Sulzbacher Straße entstehen 180 geförderte Mietwohnungen und verschiedene Gewerbeeinheiten. Der im Westen des Areals bestehende Discounter Aldi wird vergrößert und in die Wohnbebauung integriert. Entlang der Bahnlinie sind ein 18-geschossiges Hochhaus und 7 Wohngebäude mit jeweils 6 Geschossen geplant. Die ersten Hochbauarbeiten werden im Jahr 2022 beginnen. An der Ecke Regensburger Straße, Hans-Kalb-Straße wird ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, sozialen Einrichtungen sowie im geringen Umfang Dienstleistungen und Einzelhandel errichtet. Unter den 381 Wohnungen in unterschiedlichen Größen sind auch günstige geförderte Mietwohnungen. Die Gebäude werden um 4 Höfe angeordnet, in denen öffentliche Spielflächen untergebracht sind. Daneben ist eine große öffentliche Spielfläche am Quartierseingang sowie eine Kindertageseinrichtung mit Familienzentrum vorgesehen. Geplant ist, dass die Wohnungen 2024 bezogen werden können. Auf dem ehemaligen städtischen Tafelgelände entstehen 378 Wohnungen. Dort gibt es eine Mischung aus verschiedenen Wohnungsgrößen mit Einzimmer-Apartments bis hin zu 5-Zimmer-Wohnungen. Über die Hälfte der Wohnungen sind gefördert und bieten somit günstigere Mieten. Die ersten Häuser werden ab November 2021 bezogen. Im Innenhof entstehen Spielplätze, Treffpunkte und Erholungsflächen. Tiefgaragen sorgen dafür, dass das neue Quartier weitgehend autofrei ist. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf 105 Millionen Euro. Die Förderung aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm beträgt fast 27 Millionen Euro. Auf dem ehemaligen Porsche-Zentrum in der Dresdner Straße entsteht das Erlenstegen-Karree. Das neue Karree besteht aus 4 großen mehrgeschossigen Gebäuden mit 126 Wohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Durch staatliche Förderung können 40 Neubauwohnungen für Interessentinnen und Interessenten, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, zu tragbaren Kaltmieten angeboten werden. An der Kieslingstraße wird es im Erdgeschoss einen Edeka-Supermarkt geben. Die Bauarbeiten sollen Ende 2021 abgeschlossen sein. Im Baugebiet Langwasser T entstehen 160 Geschosswohnungen und 60 Eigenheime. 53 Eigenheime und 62 Eigentumswohnungen konnten bereits bezogen werden. Hinter der Bertolt-Brecht-Schule soll ein Sportinternat errichtet werden. Daneben wird ein weiterer 2- bis 4-geschossiger Wohnungsneubau mit Mietwohnungen entstehen. Nach aktuellem Stand werden die Gebäude von 2023 bis 2025 gebaut. An der Poststraße in Nürnberg-Langwasser hat die Hoffmann Group ihre neue Logistik-City errichtet. Im weltweit leistungsstärksten Zentrallager werden nicht nur Werkzeuge versendet, sondern auch umfangreiche Dienstleistungen angeboten. Die Investitionssumme belief sich auf mehr als 200 Millionen Euro.
Die DB Fernverkehr AG untersuchte 9 mögliche Standorte für ein ICE-Instandhaltungswerk in der Metropolregion Nürnberg. Anfang September 2021 erklärte die Bahn, dass 6 untersuchte Standorte nicht geeignet sind. Auch der Standort Altenfurt-Fischbach kommt aus technischen Gründen nicht mehr für das ICE-Werk in Frage. Ab November 2021 werden die 3 verbliebenen Standorte Allersberg-Pürbaum, die ehemalige Heeresmunitionsanstalt und eine südlich davon gelegene Fläche im Raumordnungsverfahren auf ihre Eignung detailliert geprüft. Für die geplante Hochspannungsleitung der Firma TenneT GmbH startete das Raumordnungsverfahren im Juli. An den Plänen zur sogenannten Jura-Leitung kritisiert die Stadt die Unterschreitung der Mindestabstände zur Wohnbebauung und die ungeklärte Situation bei der geplanten Erdverkabelung. Die Stadt Nürnberg lässt sich deshalb im Raumordnungsverfahren zusätzlich von einer Münchner Fachkanzlei vertreten. Die Rechenberganlage wird neu gestaltet und saniert. In einem ersten Bauabschnitt wurde die Sportfläche an der Welserstraße erneuert. Nun werden die Arbeiten mit dem Wegebau, dem Bau des Spielplatzes auf dem Plateau sowie der Aufstellung eines Trinkwasserbrunnens fortgesetzt und bis Herbst 2021 abgeschlossen. Die Kosten für den Umbau der Rechenberganlage betragen 2,1 Millionen Euro. Der Mögeldorfer Plärrer befindet sich zurzeit in einem schlechten Zustand. Bis zum Jubiläum 1000 Jahre Mögeldorf im Jahr 2025 soll der Platz gemeinsam mit Interessierten aus dem Stadtteil neu entwickelt, geplant und aufgewertet werden. Bereits im Oktober 2021 findet dazu eine erste Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger statt. Auf Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner des Mehrgenerationenhauses wurde ein neuer Plan für den Stadtteilplatz an der Neubleiche ausgearbeitet, der die Baumgruppe in der Mitte des Platzes erhält. Hinzu kommen neue Bäume und Bänke, die zum Aufenthalt einladen. Außer einer Zufahrt zu den Anwohnerparkplätzen und für die Feuerwehr werden alle Flächen begrünt, mit Stauden und Gräsern bepflanzt. Im Norden entsteht eine öffentliche Grünfläche. Die Arbeiten sollen bis 2023 abgeschlossen sein. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie kam es zu einem starken Nutzungsdruck im Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost. Deshalb wurde ein nächtlicher Sicherheits- und Ordnungsdienst engagiert, sowie die Parkaufsicht der Norris Arbeit beauftragt, das Gebiet zu kontrollieren und Bürgerinnen und Bürger anzusprechen. Am Montag nach den Wochenenden findet eine zusätzliche Tour zur Müllentfernung statt. Seit März 2021 gibt es außerdem 2 eingezäunte Hundeauslaufzonen, ausgestattet mit Mülleimern und Kotbeutelspendern. In den 4 Bürgerversammlungsbereichen entstehen ab 2021 viele neue Krippen, Kindergarten und Hortplätze. Nicht immer ist es der komplette Neubau einer Kindertageseinrichtung. Oft werden bestehende Häuser erweitert oder saniert und vergrößert. Ganz ohne Baumaßnahmen kommt der neue städtische Waldkindergarten aus. Ab dem Frühling 2022 soll dieser auf dem Parkplatz des Tiergartens in der Schmausenbuckstraße betrieben werden. Der Neubau des kooperativen Schulzentrums Bertolt-Brecht-Schule neigt sich dem Ende zu. Die 9 Gebäude werden planmäßig zum Jahresende 2021 fertiggestellt und stehen den Schülerinnen und Schülern nach den Osterferien 2022 zur Verfügung. Vor der Schule wurde eine sogenannte Kiss-and-Ride-Fläche für Busse und PKWs angelegt, sowie breite Fahrradwege. Der Verkehr zur Schule führt nicht durch das Wohngebiet, sondern um die Schule herum. Im Osten von Nürnberg gibt es 3 Kulturläden, die mit einem vielfältigen Programm locken. Das Loni-Übler-Haus, das Zeltner-Schloss und das Gemeinschaftshaus Langwasser. Eine Stadtteilbibliothek, Konzerte, Veranstaltungsräume und ein buntes Kursprogramm bieten die 3 Häuser. Im Frühjahr 2021 wurde die Generalsanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser mit Gesamtkosten von 13,7 Millionen Euro abgeschlossen. Nach dem Eröffnungsfestival im Juli startete das Programm mit einem neuen Konzept. Schwerpunkte sind Musik und Tanz, bildende Kunst, Kino und Projektion sowie Wort und Literatur. Das Foyer wird als Stadtteilwohnzimmer genutzt, das Team versteht sich als Ermöglicher
und unterstützt die Eigeninitiative von Organisationen und Einzelpersonen mit Räumen, Infrastruktur und fachlichem Know-how. Im Nürnberger Osten gibt es 5 Seniorennetzwerke in einzelnen Stadtteilen. In den Seniorennetzwerken arbeiten viele Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen, sodass es für alte Menschen leichter wird, in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben und am Leben im Viertel teilzunehmen. Die Seniorennetzwerke informieren und beraten Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, verbinden Begegnung mit Gesundheitsangeboten und unterstützen, auch in Corona-Zeiten. Ein besonderes bürgernahes Angebot hält nach wie vor die Polizei bereit. Bei den Polizeiinspektionen sind dafür sogenannte Stadtteilbeamte im Einsatz. Sie dienen der Bürgerschaft als Ansprechpartner und stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Zuständig für die Bürgerversammlungsbereiche 5 und 11 ist die Polizeiinspektion Ost. Sie erreichen ihre Stadtteilbeamten unter der Telefonnummer 9195 115. Bei Fragen aus den Bürgerversammlungsbereichen 15 und 16 erreichen Sie Ihre Stadtteilbeamten der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 9482 115. Wir hoffen nun, dass aus der heutigen Bürgerversammlung von Ihnen weitere wichtige Anregungen kommen, um die Entwicklung der Stadtteile in den Bürgerversammlungsbereichen zu stärken. Diese Präsentation ist in einer längeren Version mit zusätzlichen Informationen auf unserer Internetseite www.bürgerversammlungnürnberg.de sowie auf YouTube unter NBG Bürger zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.